Hier im Werkhaus der Diakonie in Kempten wird mehr als nur Arbeit geboten, zum Beispiel bei der Arbeit mit Holz. Im Werkhaus soll die Krankheit nicht in den Vordergrund gestellt werden. Daher gibt es hier keine Kranken oder Patienten, es gibt Besucher. Die Betätigung bietet ihnen einen strukturierten Tag. Außerdem verlangt sie körperlichen Einsatz und fördert die Gemeinschaft im Arbeitsteam. Ursprünglich wurden Christbäume verkauft. Daraus wuchs schnell ein komplettes Holzprojekt. Wir haben angefangen mit dem Allgäuer Volkssportart, Paletten zerlegen, nennt man das so. Die Paletten und Eck sammelt, zerlegt und die ganzen Nägel rausgeschlagen. Und das haben wir als Anfeuerholz und Brennholz verkauft und die Kundschaft hat dann nach mehr verlangt. Habt ihr Fichte, habt ihr Buche? Und das haben wir natürlich im Laufe der Zeit dann auch Quellen aufgetan und inzwischen ja, verkaufen wir doch größere Mengen. Und das ist eine gute Sache, weil wir haben auch einen Lieferservice und einen Stapelservice, also die Kundschaft, wenn das möchte. Eine Rohstoffquelle ist Holz, das für Bahnschwellen vorgesehen war, aber aussortiert wurde. Es wird hier als Brennholz vorbereitet. Je nach Kundenwunsch wird es in größere oder kleinere Stücke zerteilt. Das Holzprojekt kommt bei den Besuchern des Werkhauses sehr gut an. Ja, ich komme gerne her. Ich will auch hier erstmal bleiben mit der Arbeit. Mal gucken, wie es weiter wird bei mir. Müssen wir mal sehen. Aber so gefällt es mir hier. Die Besucher können frei wählen, welche Arbeiten sie machen wollen. Nur wie viel Zeit sie im Werkhaus verbringen, ist für manche vorgegeben. Das ist auf ganz freiwilliger Basis. Die kommen halt über das Bezirkskrankenhaus als Nachsorgebehandlung, über gesetzliche Betreuer, über den niedergelassenen Nervenarzt, werden die zu uns vermittelt. Und dann macht man halt individuelle Nutzungsvereinbarungen. Es kann jemand sein, der kommt nur eine halbe Stunde, es kann jemand sein, der kommt einen ganzen Tag, es kann jemand sein, der kommt nur einen Tag, also wie es den Bedürfnissen des Einzelnen entspricht. Das Angebot des Werkhauses ist breit gefächert. So werden hier auch verschiedene Serienarbeiten, Waldbetreuung und eine Fahrradwerkstatt angeboten.